Ja, moin moin Leute, herzlich willkommen zurück bei Dead by Daylight. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir spielen eine Runde mit der guten Sally und heute habe ich mal tatsächlich die aufgezehrte Hoffnung dabei, Leute. Ansonsten Barbecue und Chili, Nurse Calling, beobachten und zuschlagen. Und ich sehe gerade gar nicht, doch, da hinten ist die aufgezehrte Hoffnung. Okay. Mal eben gucken. Ich habe übrigens wieder drei Teleports dabei, ihr kennt mich. Bin im Kacknut mit der Nurse. Zack, da haben wir den ersten. Und mal schauen. Ah ja, da rennt er lang. Der zweite Blink war für den Arsch. Na ja, gut. Da vorne rennt er. Ah, verdammt. Okay. Ich gehe davon aus, dass wir ihn wohl erwischen sollten, wa? Jo. Alles klar. Der ist down. Dann kommen Sie mal bitte schön mit. Ich hoffe, du hast keinen Strike am Start. Und dann kommst du. Ah, ich glaube, auch mit dem Wiggle Strike sollte das klar gehen. So, ich hoffe, dass die aufgezählte Hoffnung zumindest so weit kommt. Ich hoffe, dass die Leute halt gierig sind. So, hier ist jemand. Ich hoffe halt, dass die Leute gierig sind und schnell die Gens durchkloppen. Wo ist denn der hin jetzt? Der war doch eben noch da oben drauf. Ach, come on. Sekunde. Na gut, da wurde gerettet. Dann gehen wir wieder zurück. Wir tunneln natürlich nicht den Typen, den wir jetzt gerade schon am Haken hatten. Das ist, denke ich mal, Ehrensache bei uns. Hopp, zack. Da ist der nächste. Oh ja, yeah, sehr geil. Sehr geil, sehr geil, sehr geil. Also kommen Sie mit. Kommen direkt an den Haken, wo wir eben den anderen Typen dran hatten. Da vorne am Schiff. Habe gehört, das ist ein Haken, den die Survivor gerne mögen. So, und da hinten ist jemand mit dem Gen fertig geworden. Gehen wir doch mal eben kurz hin, würde ich sagen. Sekunde. Okay. Ja, gut, sorry, aber ich will mich auch nicht verarschen lassen, ne? So. Der ist wieder down. Es tut mir leid. Aber da habe ich jetzt auch den Typen bestraft, der dich abgefarmt hat durch. Ich hoffe, das ist okay für dich. Ah ja. Ach, das war sogar der andere Typ, der eben auch schon down war. Das ist jetzt nicht sein Ernst, oder? Das ist ja ein richtig geiler Anti-Mate. So, dann renn mal, mein Freund. Was ist das für ein Anti-Mate, Alter? Krankenhaus kommst du jetzt aber. Ja, er rennt weiter. So, warte, ich würde hier zumindest gerne weg. Bevor jemand retten kommt. Ne, der ist weiter gerannt. Da ist er. Ja, alles klar, Leute. Und jetzt triggert aufgezählte Hoffnung. Jetzt gibt's richtig aufs Maul für dich, mein Freund. Ich meine, du wärst so oder so down, wenn ich dich erwische. Zack! Du wärst so oder so down. Aber es ist mir jetzt eine ganz besondere Freude, dich an den Haken zu bringen. So, du kommst aber ins Landesinnere, in Anführungsstrichen. Weil am Rand ist meine aufgezählte Hoffnung, die jetzt gerade so schön getriggert ist. Und deswegen kommst du jetzt hier ran. So. Da hinten rennt jemand. Außer nicht, der weiß, wo mein Totem ist. Boah, der rennt hier straight hin. Leute, ich habe ein bisschen Sorge, dass der Typ mehr weiß, als er vorgibt. Der Typ hat sich sterben lassen. Oha. Erst krank anti-maten und dann abhauen. Naja, gut. Leute, ich weiß nicht, wo der ist. Okay, ich weiß, wo er ist. So, du bist tot, richtig? Das heißt, du kommst direkt hier vorne an den Haken. Und ich hoffe, dass das keine Premates sind. Und deswegen auch niemand weiß. Okay. Da hinten. Keine Ahnung, wo der andere ist. Oh, doch, am. Beziehungsweise halt, stopp. Arbeitet der hier noch die ganze Zeit? Nee, oder? Wir setzen uns mal eben zurück. Zwei Leute schon down. Alter Vater. Könnte gut sein, dass wir die aufgezählte Hoffnung gar nicht mehr auf Stufe 5 bekommen. Wir also hier kein Memento Mori mehr sehen werden. Ja, er rennt los. Und wir rennen natürlich hinterher. Beziehungsweise wir porten gleich wahrscheinlich eher hinterher. Hat sie mich verarscht? Ah, ich weiß nicht mal, wo sie ist. Wenn die Leute so wegrennen, ist es schwierig irgendwie für mich. Ich muss mit der Krankenschwester einfach noch ein bisschen warm werden. Kann natürlich auch sein, dass sie sich hier nur im hohen Gras verstecken irgendwo.
schauen wir eben, ob da schon wieder weitergearbeitet wurde dran. Und falls ja, nee. Okay. Ah, hi. Zack, da liegt der nächste. Sie hat einen Strike. Das bedeutet, wir werden sie nicht an Haken bekommen. Ich könnte sie dribbeln, aber ihr kennt mich, Leute. Da habe ich gerade Lust drauf. So, das heißt, sie hat den Strike getroffen. Rennt jetzt weg. Wohin? Ich habe nichts gehört. Da. Manchmal muss man auch nichts hören. Manchmal reicht es ja, wenn man was sieht, ne? Hallo. Hoho. Das war doch mal ein nice Teleport, oder? So, kommen Sie mit. Können Sie rausschauen. Also aus dem Keller nach oben. Du kommst nämlich jetzt in den Keller. Und da wird sich der Mate bestimmt freuen. Mal schauen, ob wir den sehen. Wahrscheinlich wird er jetzt sowieso die Luke suchen. Alles andere wäre ziemlich krass und ziemlich heldenhaft von ihm. Also ich gehe mal davon aus, dass er jetzt nicht helfen gehen wird. Aber der andere hat sich sowieso sterben lassen auch. Wieder. Alles klar. Dann haben wir wohl drei Leute erwischt, würde ich sagen. Die Runde war ziemlich schnell vorbei. Es könnte sein, dass wir dafür noch nicht mal einen Pip bekommen. Weil das vielleicht einfach zu schnell ging. Vielleicht waren wir einfach zu gut für die Survivor. Mal schauen. Werden wir sehen. Der andere wird ja wahrscheinlich rauskommen. Ich meine, drei Gens sind noch über. Das heißt, da haben wir schon mal mindestens Silber. Es sei denn, er macht jetzt noch natürlich einen Gen. Der Sausack. Dann wüssten wir wenigstens, wo er ist. Ansonsten, ja, wir haben drei Leute erwischt, das ist schon mal Gold. Aber wie es mit den Schlägen aussieht. Ah, okay. Hat wirklich die Luke gefunden. Gut. Unbarmherziger Killer. Mal schauen, ob es einen Pip gibt dafür oder nicht. GG. Ja, GG. Die Leute haben sich halt wirklich sehr schnell sterben lassen. Kann man nichts machen dann. Punktetechnisch war es jetzt auch nicht so viel. Die Runde war einfach viel zu schnell rum. Ja, unseren Pip haben wir bekommen. Wir haben sogar Schillernd bekommen bei Torwächter. Sehr nice. Und 13.000 Punkte. Aber da haben wir den Leuten hier ganz schön eingeschenkt. Krass, okay. Also ich denke, da haben fast alle ihre Pips verloren. Gut, okay. Also Schillernd, Gold, Silber, Silber, Kostar. Immerhin einer, der drin geblieben ist und dann auch noch die Luke bekommen hat. Also ich bin raus, ne? Und Leute, wenn es euch gefallen hat, ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr den Daumen nach oben kloppt. Eine schöne Runde mit der Sally, die man hier fast gar nicht mehr sieht. Und ja, aufgezählte Hoffnung. Immerhin konnten wir one-hitten, ne? Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.